Zwischen Innsbruck und Mittenbeut, da jagert's heut, ob jung und alt. Zwischen Innsbruck und Mittenbeut hat mancher sich verknallt. Ja, solang die Welt sich dreht, unter dem Rückenbart. Ja, solang hirscht auch der Jagersmann, nicht ganz beknurrt und Hirschen an. Kommt der junge Fischer aus, schaut der Jager gleich durchs Glas. Aber dann rauft er kein Gewehr, denn er lauft selber hinterher. Aber dann fang das Haselein, möchtest denn auch ein Jager sein? Zwischen Innsbruck und Mittenbeut, da jagert's heut, ob jung und alt. Zwischen Innsbruck und Mittenbeut hat mancher sich verknallt. Ist der Jager im Revier, schaut er oft durch sein Visier. Ob nicht irgendwo was springt und hupft, vielleicht hat sich ein Haus verschlupft. Wenn ein Hasel sich versteckt und der Jager hat's entdeckt, aber dann zeigt er, was er kann, und er schleicht sich ganz nah heran. Aber dann fang das Hasel ein, möchtest denn auch ein Jager sein? Zwischen Innsbruck und Mittenbeut, da jagert's heut, ob jung, ob alt. Zwischen Innsbruck und Mittenbeut hat mancher sich verknallt. Es gibt's ja nicht. Ja, gratulieren, mein lieber Herr. Fest, gell? Und gar nicht wisst, dass du so schießen kannst. Mensch, du kannst mir nicht auch so ein Hasel schießen. Was, du schießt dir lieber selber an. Ja, wo? Halt! Gib, da hast du ihn doch. Gib her, da vorne ist einer. Und laden. Und so. Ja! Ja, spinnst denn jetzt ganz? Was ist denn jetzt los? 2000 Schilling, Karl. Ja, sehr witzig. So, jetzt gebe ich dir mal das Zeug da, jetzt hast du eh schon wieder geärgert. So, und jetzt kommst du zuerst einmal her. Eins möchte ich jetzt gleich einmal vorneweg dazu sagen. Es gibt da so kleine Gerüchte, so um den Stadl, um uns zwei. Also eins möchte ich nur schon sagen. Der Stadl und wir zwei, wir sind ein Team und wir bleiben ein Team. Stimmt's hier? Also. So, jetzt komme ich endlich einmal dazu, grüß Gott zu sagen, so richtig herzlich grüß Gott. Ihnen allen hier in der Olympiahalle in Innsbruck ein herzliches Willkommen im Musikantenstadl. Na ja, und natürlich Sie zu Hause, liebe Fernsehzuschauer in Österreich, also von Vorarlberg bis runter zum Neusiedlersee, überall dort, wo Sie uns zuschauen. Servus, grüß Gott. Na und unsere Freunde, und jetzt muss ich wirklich schon sagen, unsere Freunde in Deutschland, wir haben so viel Post bekommen von Ihnen. Dankeschön vielmals. Die Freunde, ich muss jetzt schon sagen, die sind in Berlin, die sind an der Waterkant, die sind in München. Und ja, bei den Preisen sind sie auch, überall sind. Ich würde sagen, grüßen wir mal unsere deutschen Freunde hier aus Innsbruck. Na? Danke. Ja, jetzt, liebe Zuschauer, jetzt soll ich Ihnen etwas über Tirol und über Innsbruck erzählen, und das kann man gar nicht. Nein, das kann man gar nicht. Wissen Sie warum? Innsbruck und Tirol, das muss man ganz einfach selber erleben. So schön ist da.
Also wenn Sie zuerst die Bilder gesehen haben, da oben das Havelekar, da der Batscher Kofel, der Inn, die Täler da in Innsbruck oder in Tirol. Das muss man ganz einfach erleben. Und vor allen Dingen auch die Menschen, ich sag's Ihnen ganz ehrlich, eine Freundlichkeit, sie sind zwar geradlinig, aber so freundlich und sehr hilfsbedürftig, ja? Also sehr hilfsbereit. Sehen Sie, heute läuft so richtig. Na ja, mein Gott, aber heute ein kleiner Freudscher, nicht wahr? Ja, ja. Wissen Sie, es ist das Herrliche, wenn sogar die Kameraleute jetzt lachen. Aber das gehört ganz einfach in den Stadel rein. Sie sind sehr hilfsbereit. Ich bin zum Beispiel heute Vormittag noch in Innsbruck ein bisschen spazieren gegangen und die haben ja viel gebaut. Ich meine, die Altstadt ist wunderbar erhalten geblieben, aber in der Neustadt ist viel gebaut worden und da haben sie so eine neue Brücke gebaut und ich habe natürlich gleich einen Innsbrucker gefragt, sie, wenn ich jetzt über die Brücken da rüber gehe, wo komme ich dann hin? Hat der Innsbrucker gesagt, auf der anderen Seite, gell? Das ist halt Innsbruck, das sind halt die Tiroler. Und meine Herren, ach, ich sage dir was, die Damen, die Mädchen, die Dirndln, da in Tirol, sag ich noch was, fesch, rösch, temperamentvoll. Ich wette mit Ihnen, wenn ich jetzt sage, 1, 2, 3, jodeln alle Damen da hin. Pass auf, 1, 2, 3. Herrgott im Himmel, lass es zu Hause einmal so ruhig sein. Na, aber bevor wir es jetzt bei den Damen so richtig verscherzt, möchte ich Ihnen ganz kurz gleich mal unsere ersten Gäste ansagen. Wir haben ja wieder viele aus dem Inland, aus den Nachbarländern. Na, wir fangen an mit richtigen Tirolern, mit den Hausherren, mit dem Alpenlandquintett aus Tirol. Na, da ist die Mädel dabei, eine Steirin, geht gleich an mit einem gemischten Verhältnis. Dann kommt Margit Sponheimer aus Mainz, na, die werden Sie sicherlich auch kennen. Hans Murg mit seinem Wurm, Hans der Tastenakrobat, wird flott aufspielen auf der Steirischen. Und die Freiberger Musikanten, na, die spielen auch auf, die sind heute zum ersten Mal mit dabei und können sich in der Vorstellung, wie es da drinnen zugehen. Aber ich würde sagen, jetzt stellen wir Ihnen einmal zuerst das Tiroler Landl vor, mit den Hausherren, mit dem Alpenlandquintett. Und ich würde sagen, auf geht's, Wurm! Schöne Land Tirol. La 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 la. Es wollt ihm nicht gelingen, denn das Tierlein, Tierlein war so schlau. La, 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 la. Wer weiß, wann wir uns wieder sehen? Tirol, nein, du bist so schön. Wer weiß, wann wir uns wieder sehen?
ist es so gesund. Ein ganzer Kopf voll Grünes, voll Grünes, voll Grünes. Ein ganzer Kopf voll Grünes, das macht dich auch nicht rund. Wir Leute vom Land, wir ziehen es, das Zeug bringt euch in Schwung. Ein ganzer Kopf voll Grünes, voll Grünes, voll Grünes. Ein ganzer Kopf voll Grünes, ist gut für alt und jung. Der Markt ist und mein Ständchen voll gepackt ist, riecht die ganze große Stadt nach Land. Wir sind Kräutchen und Gemüschen, gelbe Rübchen und Radieschen, alles kriegt ihr an meinen schönen Stand. Das schmeckt gut zum Riebsche und langt noch für es Hübsche, ein guter Appetit, ein nimmt ein Kopf voll mit. Ein ganzer Kopf voll Grünes, voll Grünes, voll Grünes. Ein ganzer Kopf voll Grünes, was ist es so gesund? Ein ganzer Kopf voll Grünes, voll Grünes, voll Grünes. Ein ganzer Kopf voll Grünes, das macht dich auch nicht rund. Wir Leute vom Land, wir ziehen es, das Zeug bringt euch den Schwung. Ein ganzer Kopf voll Grünes, voll Grünes, voll Grünes. Ein ganzer Kopf voll Grünes, ist gut für alt und jung. Sommer, Herbst und Winter, immer leben wir gesünder. Mit Rezepten kennen wir uns aus. Unsere Kohle ist Routine, die paar fremde Vitamine gehen beim Waschen ganz von selbst hinaus. Und die, die uns verachten, die lassen wir verschmachten, denn wir wissen auch, dass man uns Bauern braucht. Ein ganzer Kopf voll Grünes, voll Grünes, voll Grünes. Ein ganzer Kopf voll Grünes, was ist es so gesund? Ein ganzer Kopf voll Grünes, voll Grünes, voll Grünes. Ein ganzer Kopf voll Grünes, es macht dich auch nicht rund. Wir Leute vom Land, wir ziehen es, das Zeug bringt euch den Schwung. Ein ganzer Kopf voll Grünes, voll Grünes, voll Grünes. Ein ganzer Kopf voll Grünes, ist gut für alt und jung. Einmal zu Hause.
Hause war, dort am Waldrand, vor der Hütte, hab ich gespielt als Kind, ganz wunderbar. Die Berge, sie sind mein liebstes Zuhaus, ein Glück für uns zwei, es ist noch nicht aus. Spazieren im Wald wird wunderbar sein, mit dir, ja, mit dir nur allein. Möchte ich noch einmal sehen, mein liebster Schatz. Die Berge, sie sind mein liebstes Zuhaus, ein Glück für uns zwei, es ist noch nicht aus. Spazieren im Wald wird wunderbar sein, mit dir, ja, mit dir nur allein. Jetzt lacht's wieder, die Christine mit ihren Freiberger Musikanten. Ich habe Ihnen ja erzählt, zum ersten Mal in einer Fernsehsendung. Was ist denn das für viel, Christine? Sehr aufregend. Sehr aufregend, hat's gesagt. Ja. Ja, sie ist zurzeit mit der Stimme ein bisschen leise. Ja, sie ist nämlich verliebt, gell? Ja. Ist einer von den Musikanten? Ja, der Bassist ist one. Ja, Trompeten und Bass passt eh gut zusammen, gell? Ja. Ja, ja. Mein Gott, ich war ja früher auch einmal verliebt und da habe ich auch nicht gehabt, war Liebe. Habe ich es am Abend, habe ich ein Puzzle gegeben, habe ich gesagt, magst du mich? Hat sie gesagt, ja, die ja. Ja, ja. Aber das passiert ja nicht, Christine. Sag mal, wie kommt man denn als Dirndl zum Trompetenblasen? Na, ich wollte schon immer gerne in einer Blaskapelle spielen und dadurch bin ich dazugekommen. Und hat der Papa bei dir daheim auch gespielt, oder? Nein, nur mein Bruder. Nur dein Bruder? Ja. Und jetzt bist du mit den Buben da beieinander und wie lange seid ihr jetzt schon beieinander? Wir spielen jetzt 1,5 Jahre miteinander. Mhm. Ja. Und muss man, das wissen Sie, ich kann mir das vorstellen, als Frau muss man beim Trompeten üben genauso viel üben wie die Männer. Das ist halt einmal Gerechtigkeit, ne? Aber jetzt erleben Sie die Christine gerade wohl. Sag mal, wo bist denn du her? Aus Blumau. Aus Blumau, ja. In der Steiermark. In der Steiermark, ne? Ja. Steiermark ist auch schön, ja, ja. Aha, ein Steirer ist auch da. Ja, und jetzt erleben wir die Christine als Solistin und zwar zusammen. Das begleiten sie natürlich die Freiberger Musikanten. Wir gehen auf die Rennbahn und wie gesagt, an der Trompete als Solistin unsere Christine. Auf geht's jetzt! Thank you.
hinterm Berg, da wohnt mein Mädel, der Weg zu ihr ist gar nicht weit. Doch langsam da verlieren wir beide an unserem Glück die ganze Freiheit. Denn zwischen uns, da liegt der Zoll, auf den haben wir einen großen Groll. Gleich hinterm Berg, da wohnt mein Mädel, der Weg zu ihr ist gar nicht weit. Doch langsam dort verlieren wir beide an unserem Glück die ganze Freiheit. Liebe Zuschauer und liebe Gäste hier in der Olympiahalle, die Rettenberger Jugendmusik unter der Leitung von Werner Kreidel, die hat uns eigentlich jetzt gleich das richtige Stichwort gegeben. Diesseits und jenseits der Alpen. Ich möchte es vielleicht gleich ein bisschen ergänzen und sagen, diesseits und jenseits der Ozeane kennt man den Mann, der fürs Tiroler Landl, für Innsbruck und auch für Österreich so viel erreicht hat. Ich meine damit Ihren Bürgermeister, den ich sehr, sehr herzlich begrüße, Dr. Alois Luca. Herzlich willkommen im Stadion. Grüß Gott, Herr Bürgermeister. Danke sehr. Ja, ich muss unseren Zuschauern sagen, das ist ein Bürgermeister seit 26 Jahren im Amt. Das sagt eigentlich viel aus über seine Beliebtheit. Und ich glaube, ein Bürgermeister, das ist auch einmalig auf der Welt, der zwei Olympiaden hierher nach Innsbruck gebracht hat. Gibt es ja auch nicht heute, auch, Herr Bürgermeister. Eigentlich gell? Nicht, ne? Muss ich schon sagen. Herr Bürgermeister, ich meine, zwei Olympiaden, das ist wirklich wunderbar. Ich meine, es ist völkerverbindend. Schwieriger war natürlich die erste, gell? Ja, die war die schwierigste, muss ich sagen, weil man da so ein bisschen im Ungewissen getappt hat und weil ich gar nicht gewusst habe, ob meine Innsbrucker Bürger, meine Tiroler und meine österreichischen Freunde mitmachen. Es war ein bisschen ein Risiko, aber wie alles gelungen ist, waren alle dafür. Alle dafür. Es ist ja, wenn man sich das überlegt, ja, natürlich, das gehört doch dazu.
Herr Bürgermeister, wenn man sich das überlegt, ich glaube, wir alle haben ja keine Ahnung, was das für Arbeit verlangt, die Organisation von Olympischen Spielen. Speziell die zweiten, die waren ja dann noch aufwendiger. Ja. Von der Technik her und so. Na ja, gut, aber man hat die Erfahrungen und ich habe ja gute Freunde gehabt. Ich muss sagen, erstens einmal waren die österreichischen Sportler, das darf ich schon sagen, im Wintersport Spitze, Weltspitze. Und die haben natürlich mit die Propaganda gemacht. Und dann waren die vielen, vielen Funktionäre, die ehrenamtlich und mitgemacht haben, sodass ich sagen muss, nur mit Hilfe von vielen, vielen, hunderten, ja tausenden Freunden und die öffentliche Hand, das Bundesheer und so weiter, ist es gelungen, wirklich perfekte, ich bin ganz stolz, wenn ich das sagen darf, perfekte Spiele zu machen. Das ist uns gelungen. Aber es gibt eine alte Weisheit, die heißt, alle guten Dinge sind drei. Jetzt bockt das nur mal. Ja, 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 das ist schon richtig. Und ich bin ganz stolz auf das dritte Erlebnis, das wir jetzt feiern dürfen. Nämlich, dass wir Weltwinterspiele machen für die Versehrten, für die versehrte Generation dieser Erde. Man muss daran denken, dass etwa 500 Billionen versehrte Menschen auf der Welt sind. Das sind durchwegs junge Leute, die also durchs Autofahren oder durch den Sport oder durch einen Beruf versehrt wurden. Und denen wollen wir das nächste Jahr die versehrten Winterspiele in Innsbruck bieten und mehr sagen, versehrten Olympiade. Weil nämlich diese Spiele unter der Patronanz des Internationalen Olympischen Komitees stehen. Und eigentlich muss ich sagen, nur mehr schon als älterer Mensch sind wir das die schönsten Spiele, die ich machen darf. Na, das. Liebe Zuschauer, ich habe Ihnen zuerst vorgeschwärmt von den feschen Frauen, die es hier im Tirolerland gibt. Na, und zu einem feschen Bürgermeister gehört natürlich eine fesche Frau. Und liebe Frau Bürgermeister, nachdem Sie von Ihrem Herrn Gemahl ja sehr, sehr wenig haben, denn als Bürgermeister und als Bürgermeister, der so bekannt und so beliebt ist, er gondelt ja dauernd in der Welt umher, damit Sie ein bisschen was haben als Trost, wenn der Herr Bürgermeister nicht da ist, kriegen Sie unseren Fernsehmeister. Danke. Aber, ich habe schon auch was mitgebracht. Ah, das ist schön. Ich habe schon auch was mitgebracht. Schön, danke. Das ist schön, wenn Sie jetzt aussuchen. Ja. Ich habe zuerst von der Olympischen Winterspielen für die Versehrten gesprochen. Und eine ganz bekannte Tiroler Glasfirma, weltbekannte Firma, hat also nunmehr ein Symbol herausgebracht, einen Kristall, der sich hier das Symbol der Winterspiele, der Weltwinterspiele für Versehrten zeigt. Immer so. Und jeder aktive Teilnehmer bei den Winterspielen nächstes Jahr bekommt das als das Souvenir. Herrlich. Das Souvenir. Herrlich. Wie das funkelt. Das ist also herrlich schön. Herr Bürgermeister, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Aber und jetzt, ich habe noch etwas, Es heißt nicht immer sonst, der etwas. Tiroler lässt nicht noch. Ich habe noch etwas. Meine Frau hat ein, was ist ein Dackel, was weiß ich, Dackel. Na, für den Bernhard Hinnerberger ein bisschen zu groß. Wissen Sie, Herr Molk, ich tue mich meistens bei den Frauen unbeliebt machen. Wenn ich einen schönen Hund sehe und die geht stolz vorbei, ein großer Hund, dann sage ich ganz laut, damit es die Dame hört, ist dieser nicht der Dackel. Dann ist euer beleidigt. So, aber ich wollte Ihnen da das Erststück, es ist bisher das erste Stück, einen Dackel geben, der ein bisschen Sie an den heutigen Tag erinnern soll. Es ist das erste Exemplar, das wiederum weltweit die Reise antreten wird, um irgendein Produkt darzustellen, auf das wir ganz stolz sind. Das ist der erste Dackel. Der passt zu mir. Der passt zu mir. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Das ist ja das Schöne mit dem Herrn Bürgermeister. Könntest du denn noch lang plaudern, aber um 9:45 Uhr, dann müssen wir ja fertig sein. Ich weiß. Aber einen Mann möchte ich noch unseren Zuschauern vorstellen, den Sie sicherlich auch kennen.
Nur einen kleinen Blick hin. Es ist Bertel Neumann, der Pressechef der Olympischen Spiele und allen noch bekannt als der Sportreporter, der Edi Finger von Tirol, möchte ich sagen. So, und jetzt glaube ich, habe ich nur geredet. Jetzt schauen wir uns ein bisschen oder jetzt hören wir uns wieder ein bisschen am Musi an und es geht jetzt um die Liebe. Schulzeitig in der Früh, da schlüpf in einen Schuh, ein Träder schrie der Tag, Gravierismo. Wenn's da ausgehst bei der Tür, liegt's ganz ein Teil vor dir, so klar sind rund die Leid, ja, da sind's weit. Herr mir die Büchse knurrt, sich wieder freut. Herr Ian juckt sie nun, sich Ian jagen schon. Wie vor herunter zu, dies ist mein Buhl. Das geht.
Ja, liebe Zuschauer, ich darf Ihnen vorstellen, die neue böhmische Blasmusik aus Stuttgart. Vera, aus Stuttgart, aber ihr kommt natürlich aus der Tschechoslowakei. Ja, ist richtig. Ja, und da möchte ich jetzt eines dazu sagen. Wir wissen, dass wir auch in der Tschechoslowakei sehr, sehr viele Zuschauer haben. Wir wissen, und wir haben jetzt so viele Telefonanrufe bekommen aus der Schweiz, ich hätte sie nicht begrüßt. Wir grüßen alle unsere Nachbarn. Alle, einen herzlichen Gruß an unsere Nachbarn. Vera, ich weiß, wir könnten jetzt viel plaudern, aber bitteschön. Kennen Sie kochen böhmische Knädel? Oh, böhmische Knädel, das kenne ich. Na, dann komme ich nachher in die Kabine, wir tun essen böhmisches Knädel. Ah, besser, wenn Sie nach Stuttgart kommen, dann koche ich Ihnen na, etwas. Das sind schwäbische Knädel, schon... das ist nichts. Nein, aber richtig Vera, böhmische. Vera, ich würde jetzt eines sagen. Unsere Zuschauer in der Tschechoslowakei, die begrüßen Sie jetzt einmal in Ihrer Heimatsprache. Ah ja, ganz kurz. Srdečné pozdravy z Innsbrucku. Všem posluchačům und krajanům Československa. Das war's. Und ich würde sagen, den nächsten Titel, da gibt's ja was dazu zu sagen, ganz kurz. Ja, ich glaube schon, da muss man vielleicht sagen, oder sollte man sagen, das nächste Titel, das hat unsere Kapellmeister Václav komponiert. Ja, das ist Václav. Eine ganz neue, Václav zu durch Wenzel, Václav komponiert, diese schöne Walze, was wir. Aha. Und nächste Musikstück heißt, wo meine Heimat ist, und angesagt hat Karel Mojkovic. So, auf geht's.
Ja. Ach, aber so da bin ich. Ach. Ich stehe ja schau, eine Stunde vielleicht vorm Fenster von der Zenz. Das riecht sich nix, die Nacht ist feucht, das Wetter ist kein Schönes. Ich ruhe vom Pfeif, die Nachbarn stören, mit Wurstel so ganz schier. Die Zenz noch hat ein kaltes Herz und ich hau kalte Fies. Ha, 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 tschi, holere, 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 ha, ha. Holere, 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 doch leider ist der Jodler heute kein schöner Liebesgruß, ja, weil man zwischendurch ein paar Mal damit schnissen muss. Ha, ha, die Holle, Jodlerani, Holle, Jodlerani, oh, ha, ha, die Holle, Jodlerani, Holle, Jodlerani, oh, ha, die Holle, Jodlerani, Holle, Jodlerani, oh, ha, 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 die Holle, Jodlerani, Holle, Jodlerani, oh, ha, die, ha. Das Näschen, tralalala. Streich
erzählt euch die Bäckchen, tralalala. Und dann gebt euch einen super feinen, einen klitzekleinen, zuckersüßen Kuss. Weil euch das viel Spaß gemacht, fangt noch einmal an. Sicher habt ihr schnell heraus, wer's am besten kann. Und wenn euch das Spiel gefällt, macht das Beste draus. Spielt es nicht nur hier im Saal, sondern auch zu Haus. Zupft euch mal am Öhrchen, tralalala. Kneift euch in das Näschen, tralalala. Streichelt euch die Bäckchen, tralalala. Und dann gebt euch einen super feinen, einen klitzekleinen, zuckersüßen Kuss. Ja, 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 zupft euch mal am Öhrchen, tralalala. Kneift euch in das Näschen, tralalala. Streichelt euch die Bäckchen, tralalala. Und dann gebt euch einen super feinen, einen klitzekleinen, zuckersüßen Kuss. Der noch was Franzl denkt grad dran, er hört so gern am Eiwalhorn. Kurz darauf kommt ihm in Sinn, er geht zur Meierin. Wie er kommt zu ihrem Haus, steigt er gleich übers Portal rauf. Gierig schaut er beim Fenster rein und schreit, oh mein, oh mein. Frau Meier, Frau Meier, hat gelbe Unterhosen an, mit rote Maschen dran, mit rote Maschen dran. Frau Meier, Frau Meier, hat gelbe Unterhosen an, mit rote Maschen dran, ja, das ist schön. Bei Franzl war der Teufel los, bei dem Fenster nur sehr nein, egal wie es auch sei. Frau Meier macht einen lauten Schrei und jaucht vor Freude, dann rollt herbei. Da bist du ja, mein lieber Franz, komm doch mal gleich an Tanz. Frau Meier, Frau Meier, hab gelbe Unterhosen an. Mit Ruhe Maschen dran, Frau Meier, Frau Meier, hat gelbe Unterhosen an, mit Ruhe Maschen dran, ja, das ist schön. Ich sag's ja, bei den Tirolern, da ist ein Temperament drin, aber auch bei den Bayern. Und einen Mann, der hat seinen richtigen hintergründigen Humor, den möchte ich Ihnen jetzt präsentieren. Und zwar schon zum zweiten Mal im Musikantenstadl. Herzlich willkommen, Fredl Fesel. Grüß euch, kommt mein Hand. Ich spiele jetzt ein niederbayerisches Heimatlied aus meiner niederbayerischen Heimat Niederbayern. Das Lied heißt Freiheit für Niederbayern und es handelt aus meiner Schulheit.
Schülerheit, Kinderheit. Das ist auf jeden Fall ein älteres Lied. Handelt nämlich so vom Schulschwanzen und vom Fellbeimpfeiferl schnitzen. Also was Schulschwanzen ist, weiß ja hoffentlich ja jeder. Und zu Fellbeimpfeiferl, da sagen manche leider Weidenpfeifchen dazu. Da geht man nämlich am Bachen und da schneidet sich so ein geeignetes Stück aus ab. Und dann schnitzt man oben so ein Mundstück hin, macht eine Kerben rein, was dann später mal rauspfeift. Und dann schneidet man die ganze Rinden ringsherum ein, macht das Ganze nass, legt es aufs Knie. Und dann haut man mit dem Messerrücken so lange auf der Rinden umeinander, bis es zerreißt. Ja. Dann kann man wieder von vorne anfangen, gell? Aber ist ja wurscht, wenn man Schulschwanz hat man ja einen ganzen Vormittag Zeit. Und da gibt es jetzt in meiner niederbayerischen Heimat Niederbayern so einen schönen Kinderspruch. Und der heißt, fei beim Pfeiferl Gidi, kommt die alte Schmiede voller Dreck und voller Speck, fei beim Pfeiferl scheide weg. Das muss man da dazu singen und wenn man das da dazu singt, dann zerreißt die Rinden zwar genau so, aber dann regt es dann nicht mehr so auf. Und das kommt alles in dem schönen Kinderlied vor und das Kinderlied heißt, fei beim Pfeiferl. Toni, schau und merk das halt, wenn schon aufpasst, kannst das bald, wie man's Fei beim Pfeiferl macht, drunten am Bach. Erstens wirst du drum reinschlagt, in der Schule, da werden sie jetzt blockt, einmal eins und der die das, oder was? Siehst du, wie mein Messer schneit, selber geschliffen hab ich's heut, was wird Führer, hast halt down, da musst du jetzt schauen. Schneidst das um und unschi eben, muss ein richtiges Pfeiferl geben. Erstes wird der Kiwi schreit, auf der Heid. Machst den Schnitt in drinnen ein, bis ins Holz schön glatt und fein. Um und unten zwick, den schneidst weg. Jetzt wird der Lehrer fragen, kleiner Michi, tu mir sagen, wie viel Zentner hat ein Pfund? Geh sagen wir's rund. Hast das Zweckerl rausgebracht und ein richtiges Mundstück gemacht. Legst aufs Gmier dein Steckerl frisch, siehst den Fisch. Drehst das Nummer und drehst das rum, klopfst das fleißig um und um, hast das Messer bei der Kling, dazu sing. Fei beim Pfeiferl Gide, kippt die alte Schmiede, voller Dreck und voller Speck, fei beim Pfeiferl scheide weg. Jetzt ist gange, jetzt ist frei, jetzt erstickt mir's Häusl rein, jetzt ist fertig, jetzt probier, musizier. Heiliger Sankt Nikolaus, tschu is gar, tschu is aus, hilf uns, wenn wir Strixen kriegen, dass wir's nicht spüren. Dankeschön. Ich spiele ja noch eins. Dankeschön. Und zwar möchte ich jetzt ein richtiges Heimatlied spielen. Das ist das letzte, was ich heute spiele. Und dafür hängen wir da so richtig rein. Da gebe ich nochmal fast alles. Auf jeden Fall sehr viel, einen ganzen Haufen. Weil ich glaube, das Lied verdient sich. Ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn ich behaupte, das Lied, das ich jetzt spiele, ist ein musikalisches Kleinod aus dem Schatzkästlein bayerischen Kulturguts. So kann man da schon sagen. Ihr müsst euch jetzt das Gebirge ein bisschen vorstellen. Ich weiß nicht, ob man sich das so vorstellen kann. Ich meine, da herin, gell, das kann man sich kaum vorstellen, passt da gar nicht ganz rein. Aber es reicht, wenn ihr euch vorstellt, dass irgendwo so ein See ist. Königssee wäre am besten geeignet. Und am Rand, da ist ein bisschen ein Platz, da reitet dann der königliche Dressman. Schweren Gedanken versunken, hab sein Pferdl. Pferdl heißt übrigens Pferdl, weil es auf der Erde ist, darum heißt es Pferdl. In der Luft heißt es Pfluftl, aber das kommt da nicht vor. Ja. Und der, es gibt übrigens tatsächlich Pfluftls, das ist keine Erfindung. Da hat mir mal eine Frau eine Angesichtspostkarte geschrieben und da war ein Original-Pfluftl abgebildet. War zwar drunter gestanden Pegasus. Aber das hat da ausgeschaut wie ein Pfluftl. Also es war ein Pferdl mit riesen Flügel dran. Also war es für die Luft gedacht, also war es ein Pfluftl. Ausgeschaut wie so ein großer Weltraumvogel hat das ausgeschaut. So ein Allgeier. Ne? Aber es geht eigentlich gar nicht her. Also wie gesagt, der König reitet schweren Gedanken versunken auf sein Pferdl. Und wie er da so reitet, stürzt plötzlich von ganz hoch oben ein Jodler runter und er fällt dem König genau ins Knack. Und der König war aber angenehm überrascht, weil es war ein sehr schöner Jodler, der da abgestürzt ist. Und deswegen heißt dieses Lied nicht zu Unrecht der Königsjodler. Ein wahrlich königlich Lied. Ich hoffe, dass Sie sich. Ja, danke schön. Der Königsjodler. Ich hoffe, dass Sie sich erübrigt, dass ich um die nötige königliche Andacht bitte. Das Lied braucht eine Andacht, weil sonst kommt das Lied nicht an. Das muss man vom Herzen weg singen. Das kann nicht jeder singen, das Lied. Da muss man sich dazu berufen fühlen. Das muss man spüren in seinem Herzen drin. Und ich hab's gespürt. Der Königsjodler.
Entschuldigung, Fredl. Ich möchte deine Andacht nicht stören, aber bitte schön, darf der Wastl den Jodler lernen? Hast du nichts dagegen? Komm, Wastl. Ist der Fredl aus Bayern? Er ist der Wastl aus Bayern, ja. Aber andächtig, gell? Ja, nein, das ist klar. Nicht, dass er mir irgendwas reinmacht. Nein. War schade um das schöne Licht. Der König ging zum Jagen, es ist schon lange her. In seine schönen Berge, das Herz war ihm so schwer. Da hörte er ein Singen aus steiler Felsenwand und spürte, wie ganz wunderbar sein Herzeleid verschwand. Also so ganz sauber ist er nicht, ja. Das Lied hat zwei Strophen. Schade, dass ich meine fünfte Platte schon rausgebracht habe, sonst hätte man mit draufgenommen. Gell? Der König rief den Sänger und reichte ihm die Hand. Er lohnte ihn mit Silber, mit Gold und Diamant. Mein Freund, dir ist gelungen, den König zu erfreuen. Zum Dank soll deine Melodie der Königsjodler sein. Liebe Zuschauer, jetzt haben Sie schon so viel gehört von Tirol. Das Einzige, was wir eigentlich noch nicht so richtig gehört haben, das ist echter Tiroler Dialekt. Und da haben wir jetzt den Karl de Pauli,
Das ist also nicht nur ein Heimatdichter, sondern wie er selber gesagt hat, auch ein Fotonarr. Und damit ist es eigentlich in der ganzen Welt bekannt. Und wer kennt es besser? Und Karl, darf ich dich bitten um ein schönes Geschichtel aus Tirol? Gern. Im Herrgott sein Revier. Ich brauch daheim kein Maler nicht. Auch sonst kein Handwerksgesell. Ich schlaf auf Moos und Tonnengestrüpp. Ich brauch kein Beckenstell. In mein Haus gibt's keine schlechte Luft und auch keine Fensterscheibe. Und mir warnt frische Almluft, wo ich mich umtreibe. Ich brauch nicht auf die Zerchenspitze durch meine Zimmer gehen und hab auch nicht durch jeden Schlitz die Nachbarraum stehen. So etwas gibt's da oben nicht, wo meine Jodler schallen und wo mein schwerer Berglerschritt von Wand und Fels dort heulen. In dem Reich gibt's keine Schlechtigkeit, keine Falschheit und kein Geschwätz. Da gilt in aller Einfachheit ein Urholz Berglergesetz. Und das heißt, Freund mit alles sein, ob Mensch, ob Pflanz, ob Tier. Seht's Leid, drum dunkt's mir so fein, im Herrgott sein Revier. Paul, das war so schön. Ich würde sagen, bringst du uns noch eins? Ich noch eins bringen? Bring noch eins. Noch netter war's, wenn du jetzt von mir eins brauchst. Du, das war nicht ausgemacht. Und außerdem möchte ich gleich sagen, ich kann nicht Tirolerisch, gell? Ein Dialekt kannst du nicht. Aber das kannst du, weil das ist nach der Schreibse geschrieben und das bringst du uns jetzt. Das war der nett, nicht? Ich sag's auch, man soll sich nicht mit Spitzbuben einlassen, gell, Karl? Hab eine kleine Heimat nur, doch ist sie wunderschön. Und ihr gelobte ich den Schwur, nie von dort fortzugehen. Was wär ich für ein armer Wicht, wohl ohne Berg und Wald, hört ich der Bächlein rauschen nicht, wie würd's um Herz mir kalt. Ob Frühling, Sommer, Herbsteszeit, hab immer sie geschaut, ob in des Winters weißem Kleid, sie war mir stets vertraut. In Lied und Wort aus vielen Kehlen wird dieses Land gepriesen wohl. Ich will es nimmermehr verhehlen. Mein Heimat heißt Tirol. Danke. Auf dem Berge hoch drum stehen zwei Donnerbahn und da klang zwei Salden hin. Ja, da wohnt heute ein wunderschönes Dine drin, dass heute kein schönes gut geht. Ja, da wohnt heute ein wunderschönes Dine drin, dass heute kein schönes gut geht. Olare, olaro, olare ho, olare, olaro, olare ho, uri olarai ho, io. Boni zum Brunnen ma Wasser geht, steht heute Engel vorm Haus. Und es hat heute Feuten reist Kinder an und da schien's wieder Applaus. Und es hat heute Feuten reist Kinder an und da schien's wieder Applaus. Olare, olaro, olare, ho, du, diri, olarai, ho, die Wolfrost ist schön. Olare, olaro, olare, ho, du, ja, und wann ich das Liedl heut singen tue, auf das mag die Urme kein Fried. Ja, sie möchte gern wissen, wo's heißer steht, aber na Urme, das sag ich in Kniet. Ja, sie möchten gern wissen, wo's heißer steht, aber na, wo, das sag ich nicht.
Olare, olaro, olare ho, piri olarai ho, ti vuoi prassisci. Olare, olaro, olare ho, piri olarai ho, di no. Thank you.
Ich sag herzlich willkommen im Musikantenstall, die Original-Tiroler Kaiserjäger unter der Leitung von Professor Sigi Sommer. Naja, und zu den Tiroler Kaiserjägern, da gehört auch der Jakob Steiner Chor. Herr Professor, bevor wir Ersatzal plaudern, darf ich was dazu sagen zum Jakob Steiner Chor. Das ist ein uralter Traditionschor und der Gründer dieses Chores. Da wird also jetzt der 300. Todestag, da denkt man also jetzt dran. Der hat also diesen Chor gegründet und das war ein Geigenbauer, den man weit über die Tiroler Grenzen hinaus gekannt hat. Und er ist eigentlich der Vater der deutschen Geige. Ja, das sollte man eigentlich schon wissen einmal, gell? Und Herr Professor, seit wann gibt es eigentlich die Original-Tiroler Kaiserjäger? Tiroler Kaiserjäger gibt es seit Januar 1816. Früher hat diese Truppe Fennerjäger geheißen und Kaiser Franz I. von Österreich hat im Jahr 1816 verfügt die Umbenennung in Tiroler Kaiserjäger. Auf immerwährende Zeiten, seitdem gibt es die Kaiserjäger. Der Kaiser hat gewusst, was gut ist. Genau. Und wir haben also auch versucht, jetzt haben wir es einmarschieren lassen mit dem Tiroler Kaiserjägermarsch und wir haben uns gedacht, wir tun ein paar typische Tiroler Lieder zusammen auf so ein kleines, wie nennen Sie es denn, Herr Professor? Tiroler Schmankerl. Dann würde ich sagen, guten Appetit. Wir sind da, alle miteinander, alle miteinander. Wir sind da, alle miteinander.
die Berge so hoch, der Himmel so blau, hoch oben im Norden die steinerte Frau. Im Park unser Lustig, frisch und gesund, zum Küssen bezaubern, danken dir Mund. Das ist so wie du, ganz schön mein Betrug, du Perle vom schönen Tirol. Mein schönes Innsbruck am grünen Ring, denn du gehörst mein Herz und mein Sinn. In deinen lieben alten Gassen, bei manchen guten Rebenwasser, da ist so für dich manche Art. Auf deinen Höhen, auf deinen Bergen, war ich die schönste Zeit der Nacht. Liebe Freunde hier in der Olympiahalle, das war's wieder einmal. Das war unser Musikantenstadl aus Innsbruck. Das nächste Mal kommen wir aus Vorarlberg, aus Dornbirn. Und ich hab ja gewusst, das kommt noch was. Ich hab's geahnt, dass noch was ist denn schon wieder los. Also ich möchte fertig. Ja, also ein Glück gehabt, jetzt momentan. Also, du hast ein Glück gehabt? Ein Arm, ja. Ja, und wieso? Ja, weil ich ein Glück gehabt habe. Ja. Aber warum sag mal, ein Deppenglück, ja? Ich bin nämlich von einer 10 Meter hohen Leiter runtergeflogen. Ja, du bist ja narrisch. Das gibt's ja nicht. Und du hast ja nicht weh da? Nix! Ja. Weil bin ich mir auf der untersten Straße gestanden. Was? Ja, so.
Servus, Glück Gott und auf Wiedersehen, die Mose ist leider jetzt aus. Servus, Glück Gott und auf Wiedersehen, euch allen hier drinnen zu Haus. Servus, Glück Gott und auf Wiedersehen, bestimmt das nächste Mal. Servus, Glück Gott und auf Wiedersehen, mit Mose spielt auch hier im Saal. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, ganz bestimmt das nächste Mal. Wir waren so gemütlich beim Wein, die Musik hat gespielt, war so fein. Wir haben gesungen, getanzt und gelacht, ans Aufhören, ans Ende hat keiner gedacht. Doch plötzlich zu unserem Verdruss, der Wirt sagt, kommt's leid, macht mal Schluss. Da haben wir die Gläser geleert und froh uns den Abschied beschert. Ja, Servus, für Gott und auf Wiedersehen, die Musik ist leider jetzt aus. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, euch allen hier drin und zu Haus. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, bestimmt das nächste Mal. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, Windmusik spielt auch hier im Saal. Servus, für Gott und auf Wiedersehen, ganz bestimmt das nächste Mal. Windmusik spielt auch hier im Saal. Servus für Gott und auf Wiedersehen, ganz bestimmt, ganz bestimmt das nächste Mal. Windmusik spielt auf ihren Saal. Servus für Gott und auf Wiedersehen, ganz bestimmt das nächste Mal.